Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder was gebaut. Aktuell macht es einfach Spaß, auch mal nach kostenlosen Anleitungen zu schauen. Und da ist mir zum einen die Anleitung von diesem Medieval House in die Finger gefallen. Das lag natürlich nah, weil das auch wieder von Lego-Fan bzw. Brick-Fan UI gestaltet wurde, designt wurde. Gefiel mir in der Aufteilung sehr, sehr schön. Unten dieses Steinerne und dann oben quasi dieses Fachwerk. Ja, jetzt habe ich das nachgebaut. Es sieht nicht so schön aus, ganz klar. Kann ich direkt vorweg schicken. Das Dach, da muss ich nochmal schauen, ob ich da doch nochmal mit anderen Plates die Dachschräge anders hinbekomme, mit ein bisschen Überstand. Das ist mir jetzt hier so in der Art und Weise nicht gelungen. Ich habe es also ein bisschen anders gebaut. Es ist jetzt auch nicht innen eingerichtet oder dergleichen. Ich habe versucht, nur so diese Charakteristik wiederzugeben. Hier unten zum Beispiel fehlte mir jetzt auch so eine Tür in der Form. Deswegen habe ich es jetzt auch einfach offen gelassen. Und ja, das ein oder andere Teil, wie immer, man hat es dann entweder nicht in der Farbe oder halt auch nicht in der Art. Deswegen habe ich hier sicherlich ein bisschen anders gearbeitet. Das hier hinten gefällt mir eigentlich auch nicht wirklich. Aber es war mal so ein erster Wurf. Und ja, es sind einfach auch die Fenster teilweise da. Die sind mir irgendwie komplett auch ausgegangen in der Art und Weise. Deswegen musste ich hier jetzt schon ein bisschen experimentieren. Es ist aber, denke ich, schon im Groben wiederzuerkennen. Also das Dach ist am wenigsten schön, muss ich sagen. Mit dem Fachwerk habe ich mich dann doch noch bemüht. Und das ist jetzt eins der Häuser. Wie ihr seht, hat das hier auch noch so einen kleinen Holzaufbewahrungsbox, wie soll man es nennen? Also hier mit Axt und Holzklotz und so weiter, noch ein Baum daneben. Sieht also auch nochmal sehr schön aus. Ist auf jeden Fall ein tolles Modell, finde ich. Und dann habe ich mich bei einem ähnlichen Designer, also ähnlich nicht, dass die sich jetzt gleichen, aber klar, das Thema Medieval, Mittelalter, und zwar ist das Tile and Die. Der ist auch ziemlich gut, findet man auch auf Instagram. Und so eine kleine Mühle fand ich auch mal richtig cool. Die hat jetzt auch nicht allzu viele Teile, teils aber eben auch wieder recht speziell. Da musste ich also auch wieder ein bisschen experimentieren. Und da bin ich auch wieder etwas abgewichen und habe das dann jetzt so gebaut. Also hier kommt quasi das gemahlene Mehl raus. Hier habe ich mal noch eine Auffangschale hingestellt. Beziehungsweise ja, man würde jetzt einen leeren Sack eigentlich davor stellen, da es die aber von Lego oder anderen Herstellern nicht gibt. Stehen jetzt hier ein paar gefüllte Säcke. Ja, es hat schön designt mit diesen Wedge Plates. Und er hat seltsamerweise diese Mühle hier oben, das Mühlrad, nicht drehbar gestaltet. Ich habe das jetzt mal gemacht mit einem ganz einfachen Drehteller. Und es lässt sich natürlich auch entsprechend so drehen, wie es in der Funktion her vorgesehen ist. Hier sind natürlich sehr, sehr viele mit Clipsen angebrachte Umrandungen hier, wie man das auch von solchen alten Windmühlen kennt. Das sollte eigentlich hier hinten an dem Heckflügel sozusagen auch noch umrandet werden, aber da fehlte mir dann definitiv diese Klipse, deswegen habe ich es jetzt weggelassen. Ja, hier farblich musste ich auch abwandeln. Irgendwie ist es seltsam, dass man dann gerade in der Farbe die Teile nicht da hat, aber auch die, denke ich mal, kann man wiedererkennen. Und so eine Mühle fehlte mir auf meiner Anlage auf jeden Fall auch mal noch. Habe ich schon länger drüber nachgedacht und ja, manchmal fehlt es dann einfach an der entsprechenden Vorlage. Die habe ich jetzt gehabt und dann konnte ich das jetzt hier schön auf dieser kleinen 16x16 Baseplate erstellen. Ja, da werde ich mal schauen, wie ich das dann auch integriere. Werdet ihr dann auch sehen. Da kommt jetzt irgendwann nochmal ein Update diesbezüglich. Ja. Es sind zwei Designer definitiv bei Replicable bzw. Instagram stellen die auch schon mal kleinere Anleitungen so in der Bilder, ja in so einem Bilderalbum auf Instagram und da kann man da auch ohne großen Aufwand sich das dort mal durchblättern und danach bauen.
Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Man muss nicht immer Geld dafür ausgeben, aber trotzdem lohnt es sich, glaube ich, diese Designer auch mal so zu unterstützen. Die haben teilweise dann auch einen Hinweis, wie man sie unterstützen darf oder kann. Und da muss ich dann auch mal gucken, dass ich da vielleicht mal die Tage mal was rüberreiche. Gut, was haltet ihr von diesen Gebäuden, auch wenn sie jetzt natürlich durch meine stümperhafte Teileauswahl nicht so 100% gelungen sind? Ja, aber generell, ihr habt gesehen, wie sie aussehen sollen. Würde mich mal interessieren, findet ihr die cool? Wäre das auch was für euch zum Nachbau? Und ja, dann lasst gerne mal ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis bald.